Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Wie man sieht, sieht man alles. Ob das jetzt so gut ist, das weiß ich allerdings nicht. Das werden wir dann noch sehen. Ja, meine Kamera ist da. Die kam gestern endlich an. Und oh mein Gott, war das ein Hickhack. Die Post war da und stand dann halt hier, hat geklingelt. Ich habe direkt aufgemacht, weil ich ja wusste, dass sie kommt. Und dann war die Post wieder weg. Ohne mir Bescheid zu sagen, dann war Tim am Briefkasten und hat gesehen, dass sie einen Zettel eingeworfen haben, dass wir die Kamera abholen sollen heute. Und dann dachte ich mir, nö, sehe ich ganz ehrlich nicht ein, weil die auch einfach mal hätten runterkommen können, ne? Ja gut, haben sie dann auf jeden Fall nicht gemacht, sind sie dann gefahren und dann ist Tim dann hinterhergelaufen und hat die Kamera noch geholt. Also, endlich ist sie da. So, gestern kam ja leider kein Vlog online, lag daran, da... Alles klar. Stopp. Dankeschön. Da vielleicht, wie ihr in dem Vlog von gestern gesehen habt, was mit unserem Auto ist. Wir haben gestern den kompletten Tag damit verbracht, mit der Versicherung zu telefonieren und keine Ahnung. Also wir waren wirklich gestern den kompletten Tag beschäftigt. Heute ist es ganz ehrlich nicht besser. Ich weiß nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt, aber da habe ich das Thema schon angeschnitten. Und zwar hat Sam jetzt seit 3 Tagen oder so sehr starken Durchfall. Bevor jetzt hier irgendjemand schreibt, wie wäre es mal mit zum Tierarzt zu gehen? Wir haben heute einen Tierarzttermin und der Tierarzt hatte halt einfach vorher keinen Termin frei. Deswegen konnten wir halt einfach vorher nicht hingehen und deswegen, ja, können wir halt erst heute hingehen, ne? Auf jeden Fall hat er, wie gesagt, halt sehr starken Durchfall. Ich, wie ich bin, habe mich einmal direkt im Internet durchgelesen und habe direkt mal geguckt, so, ja, was könnte das denn sein? Was gibt es für eine Möglichkeit, warum der so Durchfall hat? Ja, und was ich dann rausgefunden habe, dass einiges dazu passt, dass er vielleicht Giardien hat, also Würmer, weil er hat halt wirklich Blähungen und das ist echt schon nicht mehr feierlich. Ja, und er hat halt, wie gesagt, Durchfall und der ist halt wirklich sehr wässrig und kommt halt wirklich wie aus der Pistole rausgeschossen und halt nicht so normal. Ja, und das hat mich halt ein bisschen stutzig gemacht. Und dann habe ich halt, wie gesagt, einfach mal nachgelesen. Das hat alles gepasst und deswegen, ja, er kann halt auch nicht wirklich einhalten. Also er hat diese Nacht zum Beispiel, er war jede Stunde wach und er hat diese Nacht sogar 2-mal in seine Box reingemacht. Also ich habe ihn dann sauber gemacht, habe die Handtücher sauber gemacht. Die liegen jetzt noch im Badezimmer, was wahrscheinlich nicht so gut ist. Die werden jetzt gleich aber erstmal gewaschen. Eigentlich bei 90 Grad, aber... Nee, dann gehen die Sachen nämlich ein, weil da ist auch diese Matte von seiner Transportbox bei und die kann man, glaube ich, nur bei 40 Grad sogar waschen und die wasche ich jetzt schon bei 60. Ich glaube, das ist auch nicht so gut, aber okay, besser als dass da irgendwas drin hängt. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob er Würmer hat, also ob er diese Giardien hat. Wir sind einfach mal ein bisschen vorsichtiger. Ich gehe halt einfach mal mit dieser Vermutung und mit dieser Einstellung heute zum Tierarzt. Falls es natürlich nicht so ist, ist es natürlich umso besser, aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass es halt einfach so ist. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, oder ich habe mich jetzt dafür entschieden, Tim weiß noch nichts von seinem Glück, dass Sam jetzt die nächste komplette Woche Schonkost bekommt. Ich habe jetzt im Internet mal nachgelesen, was man da alles machen kann. Also es gibt ja entweder Kartoffeln oder Reis mit Hühnchen, Möhren und alles Mögliche. Ich denke mal, dass wir es auf jeden Fall halt mit Hühnchen probieren werden, mit Möhren auch. Ob wir jetzt Reis oder Kartoffeln nehmen, weiß ich noch nicht. Da muss man dann halt gucken, ob man da wohl auch noch ein bisschen Salz oder Gemüsebrühe dran macht, wohl für wegen dem Salzgehalt halt, weil er wohl viel Salz verliert durch den Durchfall. Das Gute ist halt, dass er wirklich viel trinkt. Also jedes Mal, wenn er draußen war, trinkt er. Also das ist ja eigentlich auch schon mal sehr gut. Ja, heißt, wir fahren heute dann noch für ihn einkaufen, dass er einfach, wie gesagt, die komplette Woche dann noch Schonkost bekommt. Der Arzt wird ja, denke ich mal, auch uns hoffentlich irgendwas mitgeben. Also die Katzen brauchen auf jeden Fall eine Wurmkur, so viel steht schon mal fest. Das Problem ist, wenn er Giardien hat, dann müssen die Katzen mitbehandelt werden, weil es halt übertragbar ist und ja, das wird was, wenn es so ist. Ich hoffe einfach mal nicht. Ich hoffe einfach mal, dass er irgendeine Magenverstimmung hat oder so. Also, dass ihm halt einfach irgendwas nicht passt. Vielleicht wegen der Umstellung vom Futter und weil wegen Umstellung neues Zuhause und so. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es daran liegt, weil ich habe nämlich keine Lust darauf. Also das war eigentlich nicht das, was ich mir jetzt erhofft hatte, aber okay. Ich meine, er kann ja auch nichts dafür, ne? Das ist jetzt nun mal halt einfach so. Ja, auf jeden Fall haben wir gerade... wie viel haben wir denn? Halb 11, genau. Ich bin jetzt seit 20 nach 8 wach.
weil ich nicht mehr schlafen konnte, weil der Herr dann halt raus wollte, aber ist ja auch okay. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache, also bevor die Katzen jetzt Essen kriegen, weil Sam bekommt nämlich jetzt erstmal kein Essen mehr, bis wir wieder vom Tierarzt da sind. Der Termin ist übrigens um 2:30 heute. Die Katzen kriegen jetzt gleich erstmal Essen, aber bevor ich das mache, gehe ich jetzt erstmal die Wäsche machen. Also, dass ich wirklich die ganzen Handtücher hier zusammensuche, seine Schlafmatte zusammensuche, das alles jetzt erstmal komplett wasche. Ja gut, ich werde dann mal waschen. Einige Stunden und 1000 Erlebnisse später, genau, stehe ich jetzt in der Küche und bin gerade für Sam was am Kochen. Ja, und zwar habe ich ihm jetzt, oder bin ich ihm gerade Reis am Machen. Ich habe im Internet was gefunden, wo steht, wie viel die ungefähr am Tag kriegen dürfen und so, also von allem. Ich habe jetzt halt was gefunden von wegen mit Hühnchen, dann halt mit Reis, irgendwie Kartoffeln, Möhren, Hüttenkäse, ich habe keine Ahnung. Da wir aber gerade nichts hier haben, außer Kartoffeln und Reis, dachte ich, mache ich ihm jetzt einfach ein bisschen Reis. Also ich glaube, dass ich eben recht hatte mit dem, was ich erzählt habe. Wie gesagt, 1000 Erlebnisse später. Ich hatte ihn natürlich die ganze Nacht in der Transportbox, habe ihn dann eben mal rausgeholt, habe ihn dann aber wieder reingetan, weil ich dann auch die Katzen rausgeholt habe. Und wie gesagt, wenn er wirklich Würmer hat, ist mir das ein bisschen zu unsicher, dass er mit den Katzen so im direkten Kontakt ist. Ja, und deswegen habe ich ihn dann halt einfach mal in der Box drin gelassen, hatte ihn dann eben aber mal rausgeholt. Ja, ich habe ihn dann rausgeholt, dann kam er ins Bad und ich habe im Internet schon gelesen, dass sie das halt nicht kontrollieren können und das kommt halt einfach und ja. Dann hat er halt mitten ins Bad gemacht, leider auch auf den Teppich, heißt, ich kann gleich noch eine zweite Fuhre waschen. Und er hat im Schlafzimmer den Rest dann unterm Bett gemacht und dann habe ich ihn halt direkt wieder in seine Box getan, weil mir das mit den Katzen einfach zu unsicher ist, weil ich nicht will, dass die da dran gehen, dass die das essen oder so. Und ich meine, die Transportbox, die kann man mal eben auswaschen und man kann Sam dann auch abwaschen, desinfizieren die Box und alles ist wieder gut, aber die Katzen, wenn die das essen, ist, denke ich mal, jetzt nicht gerade so super vorteilhaft. Ja, dann, keine Ahnung, habe ich eben, weil ich was ausgewaschen habe in der Badewanne, habe ich halt die Badewanne angemacht und auf einmal war der Strom weg im Bad. Ja, dann habe ich wieder unseren Durchlauferhitzer im Bad auf eine Stufe zurückgestellt und mittlerweile geht im Bad nur das Licht an, wenn der Wasserhahn von der Badewanne auf ist. Ja, keine Ahnung. Und im Wohnzimmer auch, weil Wohnzimmer und Bad haben die gleichen Leitungen. Und deswegen funktioniert im Wohnzimmer jetzt auch nur das Licht, wenn im Bad der Wasserhahn an der Badewanne läuft. Muss man verstehen? Nein, glaube ich nicht. Tim ist auf jeden Fall noch auf der Arbeit. Der hat, dauert noch ein bisschen, bis der frei hat. Ist das irgendwie gerade sehr dunkel oder meine ich das nur? Da steht Amelie vom Transportkorb. Ja, ich gebe den jetzt mal essen, weil sonst drehen die nämlich alle hier durch. So, also Sam fand den Reis jetzt nicht so interessant. Ich habe das jetzt mal noch aufgeteilt in ein paar mehr Schalen, jetzt für die Tage noch, damit er halt die ganze Woche auch noch was davon hat. Wie gesagt, ich hatte jetzt einfach nur Reis, wir kaufen aber ja heute noch Fleisch und irgendwas anderes. Dann wird es hoffentlich schmecken. Der Herr fand das auf jeden Fall nicht so toll. Was ein Heckmeck. So, ich habe jetzt alles zusammengepackt. Tim ist gerade noch mal kurz mit Sam draußen. Ich bin jetzt angezogen. Ich habe jetzt alles zusammengepackt. Wir haben, wie gesagt, diese Kotprobe von ihm und sein... Alles klar. Und sein Impfpass und alles Mögliche. Er wird zwar heute nicht geimpft, aber ja, da steht halt auch seine Chipnummer und so drin. Das nehmen wir jetzt mit. Tim nimmt die Box noch mit und dann werden wir fahren. Und danach werden wir noch Essen kaufen fahren für den Herrn. Hi. Hallo. Guten Tag. Hallo Sam. Wir sind fertig beim Tierarzt und soweit es jetzt, also soweit sie jetzt gesagt hat, geht es ihm eigentlich ganz gut. Sie geht aber mal davon aus, dass er Würmer hat. Wir haben jetzt hier eine ganze Tüte mit Medikamenten mitbekommen. Wir haben einmal Tabletten mitbekommen. Dann so eine Spritze hier, was wir ihm in sein Essen machen müssen. Und Wurmkur-Dings, Dinger da. Und zwar dieses Panaphor, heißt das Panaphor? Pana irgendwas auf jeden Fall. Also was eine Wurmkur halt ist, die halt auch diese Giardien angreift. Wir haben jetzt auch unseren
also dieses Stück Code, was ich gesammelt habe, haben wir jetzt auch abgegeben. Und sie meinte, dass es auf jeden Fall nicht gut aussieht. Und deswegen ist es schon gut, dass wir dieses Panner vor Dingensbums mitkriegen. Wir sollen die Tage nochmal mit den Katzen vorbeikommen, dass wir das für die auch verschrieben bekommen. Wir warten aber erst mal bis Mitte nächster Woche ab, weil dann sind nämlich die Ergebnisse vom Labor da. Und wie gesagt, wir sind jetzt gerade arm gefühlt. Dem Herr da hinten geht's gut, der schläft, der war super beim Arzt, oder? Mhm. Also klasse, der hat eine Tablette bekommen, der hat eine Spritze bekommen, der hat Leberwurst die ganze Zeit bekommen. Also der war topfit. Ja, der war topfit, der hat absolut keine Erscheinungen gemacht, von wegen ihm wird es nicht gut gehen oder so. Ja, und er hat halt eine Spritze bekommen, womit halt sein Darm ein bisschen beruhigt werden soll, dass halt sein Kot ein bisschen dicker wieder wird und so. Hoffen wir einfach mal. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, gerade einen Kaffee geholt. Tim, habe ich hier noch einen Kakao mitgebracht. Ich war nämlich gerade noch im Edeka drin und habe Möhren geholt und Hüttenkäse und eine Flasche Eistee für Tim. Wir müssen jetzt aber noch ganz kurz zu Lidl, denn hier ist mir das Hähnchenfleisch ein bisschen zu teuer. Wir haben nämlich jetzt mit dem Arzt besprochen, dass wir jetzt für 3 Tage ungefähr Schonkost geben und so müsste es dann hoffentlich wieder gut sein. Wir hoffen es jetzt einfach mal. Ja, deswegen, ich muss jetzt noch Hähnchenfleisch holen. Tim, was habe ich dir denn Schönes mitgebracht? Streuselkuchen. Ein Streuselkuchen? Ja. Schmeckt mir ein Streuselkuchen denn? Sehr. Na, so schön. Übrigens ist dir mal aufgefallen, dass wir heute mit Weitwinkel füllen? Hi. Du ja. Ich habe mir ein Meerkornbrötchen geholt mit Käse. Und das essen wir jetzt. Können wir mal den Herr da hinten suchen? Da liegt er. Und schläft. Jetzt ist er platt, du auch. Hm. Bist du noch Zucker oben drauf, ne? Zucker. Gesund. So, man müsste auch das Portemonnaie mitnehmen, ne, wenn man schon irgendwie einkaufen geht. Ne? Das andere. Soll ich tiefgekühltes holen oder was? Ja, frisches quasi. Also, was halt in diesem Frischding ist. Also nicht gekühlt halt. Also schon gekühlt, aber nicht tiefgefroren. Ja, so Kühlschrank kalt. Kühlschrank kalt. Ja, nicht so, das nennt man auch Kühltheke. Und keine Tiefkühltheke. Richtig. Sagt das Wort schon, ne? Also ich hole jetzt mal gekühltes Hähnchenfleisch, beziehungsweise Hähncheninnenfilet, Hähnchenbrustfilet, wie auch immer. Mal gucken, ob ich was finde. So, also da würde ich sagen, habe ich schon was gefunden. Einmal ein Hähncheninnenfilet und einmal Hähnchenbrustteilstück. Ich würde sagen, ich nehme einfach die Hähnchenbrustteilstücke. Wir sind wieder zu Hause und ich dachte, ich zeige euch mal gerade, was wir so geholt haben. Und hier haben wir jetzt das Hähnchenfleisch. Sind jetzt 600 Gramm für ca. 4 Euro fast. Sehr gut, im Edeka war es sowas von teuer. Deswegen habe ich das jetzt geholt, oder beziehungsweise haben wir das ja jetzt im Dings geholt. Ist das dunkel oder so? Okay. Müssen wir jetzt nicht klarkommen. Dann, wie gesagt, eine Flasche Eistee für Jim. Dann habe ich für Sam noch Hüttenkäse gekauft, also ist ja körniger Frischkäse, ne? Und einmal Möhren, denn ich habe im Internet gesehen, dass man ihm auch so eine Möhrensuppe machen kann. Die soll wohl auch gut gegen Giardien sein, deswegen werde ich da wahrscheinlich auch noch was mitmachen. Ich habe jetzt hier einen Topf mit Wasser aufgesetzt, werde ich das da drin kochen und dann mal gucken, ob er das isst. Aber eigentlich müsste der das heressen, oder? Jetzt seht ihr meine unaufgeräumte Küche. Yay! Ja, aber eigentlich müsste er das ja dann essen, oder? Weil Hühnchen, ich meine, come on. Ja, so, also, der Herr hier, hi, hat gerade eben seine Schonkost gegessen und der hat's echt gut gegessen, also dem hat's echt gut geschmeckt. Ich habe ja Reis mit diesem Hüttenkäse und Hähnchen gehabt. Hat der sowas von verputzt und ich habe seine Wurmtabletten in das Fleisch reingemacht, also das habe ich ihm einzeln gegeben, au, und dann hat er die Tabletten auch ohne Probleme genommen, also auch sehr gut. Heißt, die Tabletten hat er jetzt wenigstens auch schon mal, da kann dann schon mal ein bisschen was getan werden, ne? Tim meinte auch schon, dass das AA von ihm eine andere Farbe hat.
ist ja auch schon mal gut. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, heute ist nicht unser Tag und zwar einfach mal so 0,0. Ich habe euch ja gesagt, dass wir im Bad keinen Strom haben. Ja, das hat sich jetzt auch auf die Küche verzogen. Wir haben in der Küche am Herd die halbe Seite, hat keinen Strom mehr, also die halbe Herdplatte hat keinen Strom mehr. Ausgerechnet die, wo wir jetzt eigentlich einen Topf bräuchten, also die Platte, wo wir den Topf bräuchten, heißt die größte und noch eine kleine Platte, funktionieren einfach nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wieso. Die gehen einfach nicht an, die anderen gehen an, also richtig unnötig. Im Bad und hier im Wohnzimmer geht nur das Licht an, wenn wir den Wasserhahn anmachen. Der Kühlschrank funktioniert nicht und wir sind jetzt am gucken, dass Tim morgen frei bekommt, weil wir nämlich einen Elektriker brauchen und ich morgen einen Termin habe und ich morgen nicht da bin. Und deswegen müssen wir gucken, dass Tim sich irgendwie frei nimmt, dass hier einer ist, der halt diesen Elektriker reinlässt. Das Problem ist, wenn Tim halt keinen frei bekommt, können wir keinen Elektriker hier reinlassen. Das Problem ist dann, wie gesagt, unser Kühlschrank hat keinen Strom. Heißt, wir haben dann einfach mal so alle Sachen, die im Kühlschrank drin sind, sind dann für den Arsch, wenn man es jetzt mal so ausdrückt. Ja, also ich habe keine Ahnung, was hier los ist gerade bei uns. Aber naja, übrigens, was ich euch noch zeigen wollte. Guckt euch mal meine Fenster an. Sieht man das? Boah, die sind so dreckig. Was macht der? Sag mal hallo, ich heiße Tim. Hallo, ich heiße A. Wie heißt du? Tim. So, die erste gute Nachricht des Tages. Tim hat morgen zum Glück frei bekommen, dass wir, wohl die zweite gute Nachricht, Tim hat frei bekommen, sodass wir heute noch länger danach gucken können, was los ist und er morgen dann auch jemanden reinlassen kann. Weil wie gesagt, ich bin ja nicht da. Ja, jetzt hat er noch mit einem anderen Arbeitskollegen geredet. Wow, ist das gelb. Wegen unserem komischen Kasten hier. Ich habe keine Ahnung. Aber mich nervt das alles. Ey, wenn es einmal läuft, dann läuft es richtig, ne? Schrecklich, ey. Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir finden entweder heute oder spätestens morgen noch raus, woran es liegt. Was ist das denn? Bitte. Was ist das? Das sieht aus, als wäre das dieses Ding von dieser Kapsel. Das klebt voll. Kann sein, dass das ist. Aber das ist eine schöne Decke. Hallo. Oh, ich will heute einfach nur noch sterben. Wir warten heute am besten gar nicht. Nee, wir gehen am besten einfach schlafen. Strom ist aus, ne? Wah! Hallo! Ich bin am Filmen! Hallo? Wow, gruselig. Was ist das? Das kann ja nur die Kapsel. Oha! Oha! Daran sieht man, dass das die Kapsel ist. Da ist hinten dieses Ding drauf. Bah, Alter. Meine arme Decke. Aber die kommt gleich nochmal in die Waschmaschine. Alter, die Decke ist handgemacht. Ein Geschenk. Ich werde das jetzt mal sauber machen. Oder die Decke in die Wäsche tun. Ich sitze jetzt im Schlafzimmer. Ich wollte mich aber jetzt auch von euch verabschieden. Sam hat übrigens gerade eben seine andere Portion noch bekommen. Und bis jetzt verträgt das eigentlich ganz gut. Also ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir konnten ja jetzt natürlich nicht mehr kochen, weil da drüben nichts mehr funktioniert. Also ich kann zwar noch kochen, klar, nur auf einer Herdplatte. Aber ja gut, ne? Wie gesagt, ich hoffe, dass wir das morgen alles wieder hinkriegen. Ach, kannst du mir auch noch was zu trinken mitbringen? Dankeschön, ich habe das voll vergessen. Ich wollte mich an der Stelle jetzt einfach bei euch verabschieden. Ich hoffe natürlich, dass euch der erste Vlog mit der neuen Kamera gefallen hat. Könnt mir ja gerne mal euer Feedback dalassen. Bis jetzt, bis jetzt finde ich es auf jeden Fall mega cool. Ich hoffe natürlich, dass es beim Bearbeiten immer noch cool ist. Und dann würde ich einfach sagen, verabschiede ich mich jetzt bei euch. Ich würde mich natürlich sehr über euer Feedback freuen, wie bei jedem Video. Und dann sagst du mit tschö. Tschö. Sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Vlog. Tschüss.